Okay. Aber ich brauche Heiltränke, deswegen müssen wir jetzt gerade mal ein paar Minuten investieren. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert. Eine Ewigkeit später. Ah, einer geht noch, okay. Einer geht noch, einer geht noch rein. Na, 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 na. Ah ja. Jetzt geht keiner mehr. Und wir haben 15 Heiltränke. Nachdem wir 15 verballert haben. Super. Ah nee, das ist gar nicht so schlecht, dass der auf was steht, wo 0 dran steht. Die Filipendo-Aufgabe hatten wir fertig, ne? Ja, kehre zu Professor Garlic zurück. Lass mich durch! Ich muss hier lang! Ganz dringend! Düs, düs, düs! Ehrlich gesagt. Ding. Dingeling, ding. Huch! Kurve nicht gekriegt. Und wenn wir jetzt die ganzen Nebenzauber mal gelernt haben, machen wir die Mainquest mal ein bisschen weiter. Ein Hybrid vielleicht. Sprich, weil ich habe ihre Aufgaben alle ich abgeschlossen, möchte Professor Garlic. Endlich Alohomora können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen der ganzen Welt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging ja, ich die auch. Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Filippendo. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten. Gerne im Gewächshaus tun, aber bitte achten Sie auf die Pflanzen. Filippendo. Kann ich Sebastian jetzt? Oh, Sebastian! Wo bist du? Hallo, Sebastian! Ich hab mich verlaufen. Nee, hab ich nicht. Okay. Kann ich den auf der Karte tracken? So, maybe? Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen in The Forest geschädigt, aber... Ja, anscheinend nicht. Schade. So, dann sag mir aber mal, ein Zauber geht noch. Resto Momentum. Was müssen wir machen? Über in der Nähe der Zinnen das Fliegen. Kingebögeturms das Fliegen. Na gut, dass mir das Spiel sagt, wo die Sachen sind, das sagt mir nämlich gar nichts. Hier hinten. Okay. Dann üben wir halt da hinten das Fliegen. Ist okay. Mach ich. Was haben Sie jetzt vor? Schatz, ist hier irgendwo das Fenster auf? Zieht's durch? Okay.
Gott, durch Ringe fliegen? Really? Achso, warte mal. Das sah nach dem Anfang aus. Okay. Da wollte ich nicht drauf drücken. Hallo? Lass das doch bitte. Ich hab plupp gemacht. Na bitte. Ach, das war's schon? Aber war hier nicht auch irgendwo eine Dings? Genau das da. Nun, dann holen wir das Ding da. Dann holen wir Arresto Momentum. Dann machen wir die Main-Quest weiter in der Hoffnung, dass wir keine weitere Zauberer-Quest kriegen, außer Alohomora. Und danach ist mir die Main-Quest wieder egal. Wette ich drauf. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Es sei denn, da kommt dann halt auch irgendwann die Quest für meinen Seidenschnabel, den ich habe. Miau. Shit, ich hab den Luftballon verpasst. Ah, Baum. Kannst du bitte? Diesen Luftballon nehmen? Danke. Ja, letzten ist nicht so schlimm. Genau so. Aber nichts ist schlimmer als Spyro Fluglevel. Sag ich euch ehrlich, wie es ist. Spyro Fluglevel sind hart krass. Ich habe jeden reisenden Händler überfallen, der hier vorbeikam. Sie haben bin nicht da. Erwartet. Ich bin nicht da, weil ich gehe jetzt wieder nach Hogwarts. Wo ist er denn da? Miau.
Ach ja, ich hätte mich auch einfach rausporten können, das habe ich vergessen. Hallo. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Entschuldigung, ich Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen? Ja, vielleicht. Vielleicht ist deiner Freundin kalt. Ja, immer wieder Ruhe. Geh da hoch! Ah! Ah, das ist für die Kackkugeln. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Stoneheart, danke für dein Follow. Und Devil Mountain, auch danke für dein Follow. Herzlich willkommen, ihr zwei. Vielleicht hallo, noch, hallo. Bevor sie geht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir sind eine tolle Rasselbande. Aber eigentlich sind es ja Squashies. Bei mir zumindest. Arresto Momentum, sehr gut. Weiter so. Cool. Oh, da liegt noch was. Meint, sehr geehrte Madame Kogwa. Koga. Nein. Ich möchte diesen Namen. Kogawa. So. Wunderbare Neuigkeiten, dass sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wage es zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird, als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Was ist neben? Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht mehr, eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, Matilda Weasley. Gento, danke für dein Sub. Danke für deine Unterstützung. Danke, danke. Viel Spaß mit den Squashies. Liebe Madame Kogawa. Ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Hauspokalturnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt. Professor Weasley besteht darauf, dass wir den Schulleiter gehorchen und hat mich ermutigt, alleine zu trainieren. Ich habe zwar einige herausfordernde Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Ich bitte Sie inständig, könnten Sie nicht mit dem Schulleiter oder mit Professor Weasley sprechen? Es wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Ich danke Ihnen. Imelda Race. Ja, er benutzt Quashies. Hallo, Nea. Na? Guten Tag, Nea. Wie geht's dir? Und übrigens, Gento, du kannst nicht nur den Squashy putten mit dem Squashy Putt Emote, du kannst auch mich putten über die Kanalpunkte. Ja, bei mir ist auch alles Tutti. Und da ist das Putt-Putt. Hm, mein Jar ist zu klein, ich kann nicht. Putte mich. Oh Mann. Ich bin noch nicht weit. Ich habe seit dem letzten Stream tatsächlich noch nicht wirklich weitergespielt. Und ich sehe gerade, die Szene ist ein bisschen verrutscht. I don't like it. So. So ist besser. Und dem
Spot mit dem Putt-Putt kommt ein Stück runter. Ich möchte schließlich das Putt-Putt auf meinem Kopf haben und nicht in der Luft. Aber ja, mich kann man auch putten. Und wenn am 1.4. das neue Model da ist, kann man ganz viele tolle Sachen machen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich weiß es gar nicht. Weil ich jemanden dafür bezahlt habe, der mich in 2D macht und in hübscher, mit besser, mit iPhone-Tracking und vernünftig. Also, ich möchte nicht sagen, dass das ja kein vernünftiges VTubing ist, aber hier ist das ja mit den Expressions noch ein bisschen meh. Jetzt vor allem nach dem Update von WeSeeFace. Und mein neues Model in 2D kann so viele tolle Sachen. Und ihr könnt über die Kanalpunkte dann so viele tolle Sachen mit mir machen. Das klingt falsch. Warum freue ich mich? Das habe ich nicht gesagt. Aber ja, dann könnt ihr, freut euch drauf. 1.4. Debüt, da am Arsch der Welt, Alter, weißt du? Dahin. Und dann gibt's tolles Neues. 1.4. Debüt ab 10 Uhr morgens. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, und um 10 Uhr morgens das Reisen vor Flohpulver war. Ist auch gleich das Reveal. Und nein, das ist kein April-Scherz, bevor ihr das jetzt denkt. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Und dann gibt's Bloodborne und es ist ganz viel geplant. Ihr könnt euch freuen. Ja. Ganz viele tolle Sachen. Mein Freund hat sie alle schon gesehen. Der sitzt hier gerade neben mir. Der kennt das alle schon. Und... Oh ja, Bloodborne. Das wird geiler Scheiß. Drauflegen. Schatz, das ist kein hübscher Squashy. Das ist absolut kein hübscher Squashy. Meine Squashies sind hübscher. Wir sind nicht allein? Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist ja wunderbar. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Na toll. Ach, der ist schon auf der dritten. Okay. Rippikus Totalus.
Weißt du, wenn du da flüsterst, dann macht's das nicht besser. Dann hört man dich. Eventuell. Das ist voll dumm. Ich dachte ja, Professor Fig macht auch einen auf Britificus Totalus, aber nein. Was habe ich gerade? Vergiss es. Nein. Totalus. Mhm. Das ist genau wie gestern mit Druckerpatente. Zugegebenermaßen, Druckerpatente war schon schön. Ja, das glaube ich dir näher. Ich. Revelio. Freue mich auch total wieder, das zu spielen. Oh yeah, gib mir Gold. Ich habe nämlich keins mehr. Ich brauche Gold. Oh yeah. Ich habe generell das Gefühl, dass das sehr langatmig ist. Wo könnte man denn jetzt noch was finden? Und das? Revelio. Ah. Ja. Befehle. Direkt von Renrock. Durchsuche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Renrock. Ach, du wolltest alle Erfolge... Ja, das kann ich aber verstehen, wenn man alle Erfolge haben möchte. Achievement Hunt machen wir vielleicht dann, wenn wir das Spiel durch haben. Wir nehmen mit, was wir so kriegen und danach kann man immer noch gezielt Achievements hunten. Du wirst bluten. Ach ja, ich hab vergessen, dass man da Dodgeball machen muss. Wieso haben die denn noch... Ah, jetzt haben sie wieder eine Lebenszeile. Gib mir dein Gold. Okay, wir haben Dinge rausgefunden, anscheinend, die wir nicht rausfinden sollten. So, Professor Fig. Sag mal. Hallo, kannst du... Achso, Turm durchsuchen. Den da? Welchen Turm? Den da. Blinder geht's halt auch einfach nicht, ne? Lass mich rein! Kannst du bitte mal ein bisschen schneller gehen? Danke. Verschlossen. Das ist fick doch egal, ob der zu ist. Ein Entriegelungszauber. Hab Besen umgeschmissen. Oh. Okay. Alte Magieflecken. Ich frage mich, wer das ist. Revelio.
War das ein alter Magiefleck? Nee, war es nicht. Das war einfach nur irgendwas ausgeschüttetes. Okay. Geil, mehr Heiltränke. Finde ich gut. Revelio. Lumos. Ach was, Percival, was geht? Hallo, Professor. Sagten Sie San Bakarsturm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. In der Tat, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Sind denn das für weirde Pausen dazwischen? Höre ich irgendwas nicht? Spiel? War das bei euch auch so? Ist das gerade normal? Ich hab... Dialog? Hallo? Was ist das? Ja, Sir. Alles gefixt, gar kein Problem. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Wer macht mir jetzt die Tür da auf? Und was haben die gesagt? Ich will wissen, was die gesagt haben. Was haben die gesagt? Hallo, Termi. Was ist das? Das ist frech. Das ist nicht okay. Sop, sop. Ich will wissen, was du gesagt hast. Ja, genau. Tee, der was weiß ich, wie lange da schon rumsteht. Einfach schlürfen. Doch alte Magiespuren. Habe ich richtig gesehen, okay. Wabernde, komische Wand. Okay. Lumos. Revelio. Warum ist denn da so ein Quidditch-Luftballon? Flieg-Lern-Luftballon. Die erste Prüfung, okay? Dann machen wir die erste Prüfung. Sieht aber schon hübsch hier aus. Revelio. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Mhm. Ich finde das Design des Spiels sehr, sehr schön. Ja, gehe ich jetzt nach unten oder oben? Kann oben wahrscheinlich nicht lang, wa? Muss erst runter. Sieht so aus. Beeindruckend.
Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Ah, Kiste. Meint. Wabba. Noch mehr Kiste. Geil. Da auch noch. Pfiffiger Fedora. Alles klar.